Hallo Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Wir reden jetzt mit dem guten Tau, haben alle Sachen organisiert, haben den Leuten geholfen, die ja gefesselt gewesen sind im Jenseits und jetzt endlich ihre Ruhe gefunden haben. Wir haben ein Zepter und dann gucken wir doch mal, ob jetzt wirklich das Stahlbad kommt. Ich habe das Schädelzepter. Und du hast den Fluch derer gebrochen, die dir geholfen haben. Dann ist es nun an mir, den Geist des Verstorbenen zu rufen. Tivas, Tivas Locomoto, Shubunimbu Alcara. Stahlbad! Beim Klabautermann! Ihr guckt ja, als hättet ihr noch nie ein Schiff gesehen. Mara, dieses verfluchte Weibsbild. Stahlbart? Ich hätte ihr das Herz herausreißen sollen. Gib mir einen Säbel. Ich werde das jetzt gleich erledigen. Ja, Stahlbarts Geist und wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Und diese epische Musik, das war Hammer. Hammer, ich bin noch so ein bisschen baff, aber er steht wirklich vor uns, der gute Stahlbart, meine Güte. Der hat also echt so ein wahnsinniges Schiff und ist als Geist hier, okay. Jetzt müssen wir erstmal in Ruhe durchlesen, was gibt's denn hier? Interessant, interessant. Du bist dir aber schon bewusst, dass du tot bist, oder? Tot? Dir werde ich gleich helfen, Bursche. Ich habe immer noch genug Kraft in den Knochen, um dir das Fell über die Ohren zu ziehen. Ah, okay. Du meinst Mara? Sie ist nicht hier. Oh, diese feige Ratte. Ja, verkriech dich nur in deinem Loch. Eines Tages werden wir den Kampf zu Ende bringen. Ich glaube, der Kampf ist ja schon vorbei, ne? Der Stahlbart weiß anscheinend noch nicht, dass er tot ist. Dein Kampf gegen Mara ist zu Ende und sie hat gewonnen. So? Und warum stehe ich immer noch hier? Und sie ist über alle Berge? Du bist tot. Was? Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Yep. Das ist gut. Dann habe ich nichts mehr zu verlieren. Gib mir einen Säbel. Ich werde die Sache jetzt gleich erledigen. Das hast du gerade schon einmal gesagt. Was? Wirklich? Ja. Oh Mann. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Ha, so ein Unsinn! Naja. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, einige Dinge in meinem Kopf zusammenzufügen. Du bist dieser Kerl, den meine Tochter angeschleppt hat. Ja, richtig. Und, wir waren zusammen an der Schwertküste und haben Crow aufgemischt. Crow, dieser Mistkerl. Was macht er denn an der Schwertküste? Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein ganz übler Bursche. Okay, Stahlbart weiß wirklich gar nichts mehr. Oh mein Gott, hoffentlich erinnert er sich an die Patty eigentlich noch richtig. Du hast keine Knochen mehr, du bist tot.
Was? Ja, du hast recht. Kein Grund mehr, diesem Scheusal den Garaus zu machen. Wo ist sie? Schon gut, lassen wir das. Ich habe so ein komisches Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Meine Hände sehen so merkwürdig aus. Ja, du bist ja auch nur noch ein Geist. Siehst du? So fühle ich mich auch. Sag mir, wo du das Amulett der Erde versteckt hast. Amulett der Erde? Ach so. Ja, ich erinnere mich. Aber warum sollte ich dir davon erzählen? Ja, weil wir das brauchen, um Mara umzuhauen. Weil ich mich an Mara rächen will. Weil sie mich getötet hat? Nein, weil dein verdammter Fluch jetzt an mir hängt. Und jetzt sag schon, wo das verdammte Ding liegt. Schon gut. Lass mich nachdenken. Ah ja. Ich habe es in Captain Garcias Schatztruhe versteckt. Bin ihm hinterhergeschlichen und der alte Zöpel hat nichts gemerkt. Eines Tages hätte ich ihn ausgenommen wie einen Hering. Was, wenn er es gefunden hat? Auf keinen Fall. Damit rechnet keiner. Wo finde ich Garcias Schatz? Der Schatz befindet sich in einer Höhle auf Antigua, hinter dem großen Wasserfall. Hier hast du eine Karte. Das Losungswort für den Zugang lautet: Garcia ist der Größte. Was? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Nun denn, es ist Zeit für mich zu gehen. Viel Glück, Junge. Was ist mit Patty und so? Keine Grüße? Boah, das Schiff muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Also erstmal bin ich baff. Erstmal Stahlbart, der hat das Amulett in Garcias Schatz versteckt. Wahnsinn. Und natürlich wissen wir, worum es sich handelt. Im Wasserfall, natürlich, klar. Boah, was ein Schiff. Wahnsinn. Richtig gut gemacht. Und? Hast du deine Antworten erhalten? Tja, ich hätte gerne länger mit ihm gesprochen. Die Bräuche der Ureinwohner sind dir offenbar nicht fremd. Ich spüre die Magie des Voodoo in dir. Ich habe es bei den Chaganumbi gelernt. Der Geist deines Freundes ist nun an das Zepter gebunden. Du bist stark genug, um es selbst zu nutzen. Du meinst, ich kann Stahlbarts Geist auch außerhalb des Totenreichs herbeirufen? So ist es. Nee, im Ernst? Gib mir das Schädelzepter. Hier, nimm es und bewahre es gut. Lass die Kraft des Voodoo durch deine Arme in die Spitze des Zepters fließen. Dann wird dein Freund erscheinen. Oh, Wahnsinn, und dann? Bring mir Voodoo bei. Was willst du wissen? Und der Tau ist ein Voodoo-Meister. Voodoo 10, 2000 Gold. Oh, wow. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Schätze doch erbeutet. Und da würde ich doch sagen, wir lernen doch einfach mal ein bisschen. Weise mich im Totenkult ein. Der Totenkult verehrt die Toten, unsere Ahnen. Wir benutzen unser Voodoo, um die Macht der Toten zu stärken. Ich werde dir die geheimen Formeln zeigen, die die Ahnen ehren und stärken. Ja, wunderbar. Das heißt, unsere schwarzen Künste sind wahrscheinlich ein bisschen stärker geworden. So, Voodoo 5 haben wir auf jeden Fall nicht. 9, 7, 10, das können wir leider noch alles gar nicht. Okay, gut, aber wir wissen jetzt echt, wo der Stahlbart der Halunke echt den Schatz versteckt hat. Ich fasse es noch gar nicht. Stahlbart war echt ein gerissenes Genie. Also bei seinem Konkurrenten einen Schatz zu verstecken und dann mit dem Losungswort in Antigua hinter dem großen Wasserfall, wo wir davor standen und das Losungswort nicht kannten, wie Sesam, öffne dich oder solche Sachen. Garcias ist der Größte. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen. Und mit diesem Zepter
Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal eben kurz anschauen. Nee, nicht Ausrüstung, alles. Wo ist dieses Zepter? Da bin ich ja mal gespannt. Wir können nämlich dann den Geist herbeirufen von Stahlbart. Finde ich Wahnsinn. Wenn das dann auch wirklich klappen sollte, der falsche Tod, ja. Das heißt, wir können auf jeden Fall ins Jenseits, wenn wir dieses Fläschchen behalten sollten. Aber wo ist es denn? Keule, Rassel, Hammer, Nanu. Wahrscheinlich war ich jetzt wieder viel zu schnell, Freunde, verzeiht. Und ich hab's jetzt absolut übersehen. Jo, anscheinend schon. Okay, ich suche das dann einfach offscreen dann und zeige es euch dann. Und ich glaube, hier ist im Jenseits auch die Nacht hereingebrochen. Ich weiß es nicht. Zumindest angebrochen. Ja, jetzt heißt es wieder zurück. Jetzt wissen wir, wo das Amulett versteckt ist, das Amulett der Erde. Und ich weiß gar nicht, wie uns das schützen soll. Und wir sind auch wirklich verflucht. Das haben wir jetzt auch nochmal bestätigt bekommen. Und deswegen müssen wir unbedingt gegen Mara kämpfen, damit uns nicht dasselbe Schicksal ereilt wie allen anderen davor. So, und dann wollen wir doch mal wieder zurück zu den Lebenden. Die Patty ist bestimmt wahnsinnig neugierig. Es gibt wieder eine Menge Gesprächsstoff. Jeck, einfach nur Wahnsinn. Piranha Bytes, Deep Silver, klasse gemacht. Definitiv. So, ich hoffe jetzt nicht, dass hier wieder so... die Welt gefällt mir gar nicht eigentlich so. Auch wenn die andere Welt mich ganz schön geblendet hat. Wenn ich hier jetzt so rumlaufe, wird mir direkt wieder ein bisschen mulmig. Marakai. Da wird sich wahrscheinlich alles entscheiden. Oder zumindest da werden wir Garcias finden. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja Garcia sein Artefakt auch in seinem eigenen Schatz versteckt. Und wir finden beide Artefakte, die uns noch fehlen sollten. Nanu, was ist denn das für ein Bug? Dass wir mal kurzzeitig verschwinden. Soll uns nicht weiter stören. Ansonsten klappt ja alles wunderbar. Und natürlich ist das Schiff jetzt weg und ja, wow. Okay, der gute Tau hat uns nichts mehr zu erzählen. Somit wäre, glaube ich, die Insel der Diebe fertig. Dann wollen wir doch mal runter zum Ruderboot und wieder zurück aufs Schiff. Also da bin ich, wow. Einfach nur wow. Manu, was ist das? Eine Geisterlilie. Wer hätte das gedacht? Die Muschel können wir nicht nehmen. Dann mal zurück aufs Schiff. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, und da sind wir auch schon. Endlich, du bist wieder da. Und ich habe den Geist deines Vaters gefunden. Los, erzähl. Ich konnte ihm nicht nur meine Fragen stellen, ich kann ihn jetzt auch jederzeit rufen. Du meinst, sein Geist wird uns jetzt begleiten? Das schon. Aber sein Gedächtnis ist leider nicht das Beste. Er hat vieles vergessen. Er wird sich schon erinnern, wenn es sein muss. Ausruhen kann er sich später. Wir haben schließlich noch was vor. Ganz genau. So, und wir wissen natürlich, wo das Amulett ist. Ich habe mit deinem Vater über das Amulett der Erde gesprochen. Und? Wo ist es versteckt? Captain Garcia hat seinen Schatz in einer Höhle hinter dem großen Wasserfall auf Antigua versteckt. Dein Vater hat das Amulett in die vergrabene Schatzkiste am Ende der Höhle getan. Das Losungswort für den Eingang lautet... Garcia ist der Größte. Soll das ein Witz sein? Nein. Tja, so sieht's nämlich aus. So, und dann werden wir dort direkt mal neuen Kurs setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Denn es geht weiter und wir werden auf jeden Fall nach Antigua gehen. Zumindest reisen. Die Insel der Toten. War auf jeden Fall spannend. Ich bin mal, ja, gespannt zumal, wie es dann auch weitergeht. War ja auch ein bisschen gruselig und dann auch alleine rumlaufen. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Tatsache, dass man eigentlich immer einen Begleiter dabei hat. Und wow, meine Güte. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Schätze uns erwarten dort. Dieser riesigen, schönen Höhle hinter dem Wasserfall. So, und da sind wir doch im schönen Antigua. Und dann wartet eigentlich nur noch Garcia.
auf uns, wenn wir ihn überhaupt brauchen. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir uns da auch noch ein krasses Duell liefern werden oder wie auch immer, laut Piratenkodex. Und nach Maracay, zumal. Komm mit. Gut. So, unsere kleine Heldin begleitet uns selbstverständlich. Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch so haben. Ich bin tatsächlich im Reich der Toten gewesen. Siehst du, die alten Legenden sprechen viel Wahrheit. Aber dass du in einem Stück wieder herauskommst, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du zweifelst nicht an mir. Ohno, das tue ich auch nicht. Aber früher forderte die Reise ins Reich der Toten Opfergaben. Nichts Schlimmes. Ein Auge oder eine Jungfrau. Ist ja toll, dass du damit jetzt erst um die Ecke kommst. Es hätte dich nur unnötig beunruhigt. Danke, Shani, das ist sehr nett von dir. Ein Auge oder eine Jungfrau, klasse. So, Jaffa. Rane Katan, Jaffa Tutantan. Du bedankst dich bei mir? Wofür? Du hast mich auf deine große Reise mitgenommen. Und nun fühle ich, dass ich bald am Ziel meiner Reise sein werde. Du meinst, du hast deinen wertvollen Gegenstand, dein Aurikulki, gefunden? Ich habe es noch nicht. Aber ich weiß, dass es bald soweit ist. Interessant. Sag mir Bescheid, wenn du es gefunden hast, ja? Jip, Jip, du bist mein Matar. Du wirst es als Erster erfahren. Ja, klasse. Gefällt mir. Ich finde das sehr spannend, dass der Jaffa sich, obwohl wir ihn nicht dabei haben, sich weiter umguckt. Spielstand wurde erstellt. So, die fleißige Patty kommt natürlich mit. Ja, und eigentlich gibt es hier doch gar nichts Neues, oder? Da wäre ich gern dabei gewesen. Der Kommandant muss ein ziemlich blödes Gesicht gemacht haben. So sieht's aus. Wer ist das? Den habe ich ja gar nicht in Erinnerung. Wir speichern einfach mal vorsichtshalber. Wer ist das denn? Du Schwein, hast meinen Captain getötet. Und damit nicht genug. Jetzt willst du auch noch sein Schiff plündern. Geh mir aus dem Weg, du Spinner. Das wirst du bereuen. Mach schon! Oh, Backe, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen, aber nun gut. Oh, verdammt. Zeig's ihm! Sei mal nicht so frech hier. Boah, da hat er uns durch. Komm zur Sache! Kriegst die Pistole ins Gesicht, Freund. Zeig's ihm! Boah, was war das denn? Da ist der voll ausgewichen, ich glaub's ja nicht. Mach schon! Oh! Worauf wartest du? Na, ich dachte, wir wären schneller. Der hat gesessen, jawohl. Aber das Schiff plündern, warum? Da war doch gar nichts drauf auf dem Schiff. Naja, wie dem auch sei. Das gab Ruhmpunkte. Können wir vorsichtshalber mal speichern. Nerv mich nicht. Ja, ist ja gut. Jetzt gehen wir mal aufs Schiff. Ich wüsste nicht, was es hier noch geben sollte, was wir nicht kennen. Und, oh, okay, ist gut hier. Nicht, dass wir direkt das nächste Duell hier hätten. Ich brauche jetzt erstmal ein Verdauungspäuschen. Gut, mach das. Wir gucken uns in der Zeit mal hier um. Wer weiß, vielleicht finden wir doch tatsächlich etwas. Und so ist es auch. Gold. Waren wir hier nicht? Meine Güte. Oder sind hier unten irgendwie versteckte Kisten oder so? Ein Goldbrocken. Ja, dann nehmen wir natürlich alles mit. Auf jeden Fall, würde ich das sagen. Mal gucken. Vielleicht irgendwie noch so ein Beutel mit Schießpulver oder so. Auf jeden Fall Proviant. Okay, da scheint es schon gewesen zu sein. Aber wo ist denn der Schatz? Die dicke Schatzkiste. Oh, ein Pokal. Fast übersehen, noch mit eingepackt. Die Patty wird sich schon zurechtfinden. Jetzt gehen wir mal eben fix nach oben. Mal gucken, was wir hier jetzt noch haben. Ein Besteck, der hat gegessen. Vielleicht irgendwie ein Hinweis. Nee, leider nicht. Schlafen legen brauchen wir uns nicht. Naja. Also so tolle Sachen konnten wir jetzt hier nicht. Schön dann vielleicht hier drüben noch. Nö, scheint nicht so. Schade. Hätte ja sein können. Noch irgendwie einen tollen Schatz oder so. Aber gut, dass wir hier vorbeigekommen sind, Freunde. Und wie es dann weitergeht und was es mit dem Schatz von Garcia auf sich hat, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann.